Nikolaus. Es war ein kalter Spätnachmittag im Winter. Schnee bedeckte die Straßen und Wege. Ein Tag, um drinnen zu bleiben, heißen Tee trinken und Plätzchen essen. Schweinchen Hagel schaute auf seinen Kalender. Heute war der 6. Dezember. Es war Nikolaus! Er schickte seinen Freunden eine Nachricht. Stellt eure Stiefel nach draußen. Der Nikolaus füllt sie mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken. Er suchte seinen rosafarbenen Stiefel und stellte ihn vor die Tür, neben seine Eisskulptur. Das passt, rief er und eilte zurück ins Haus. Nebenan am Winterweg las der Schneehase die Nachricht. Ah, heute ist Nikolaus. Er stellte seinen roten Stiefel nach draußen, neben seinen Schlitten. Senior Regen sah die Nachricht und auch er stellte seinen roten Stiefel vors Haus. Perfekt, sagte er. Vielleicht hat der Nikolaus einen neuen Ball für uns. Eine Nachricht, rief Herr Frost. Heute ist Nikolaus. Wo ist bloß mein Stiefel? Er fand seinen eisig blauen Stiefel und watschelte nach draußen. Es war wirklich kalt. Eisig kalt. Plitzchen lag auf ihrem Sofa. Sie las die Nachricht. Wow, heute ist Nikolaus. Sie fand ihren roten Stiefel hinter ihrem Sofa. Da versteckst du dich, sagte sie. Und stellte ihn nach draußen, neben ihren großen Blitz. Du bleibst draußen. Und ging wieder rein. Igelchen Donner wachte auf. Er schaute auf sein Handy. Ein Brot? Fragte er verschlafen. Ich hab kein Brot. Er schaute nochmal genauer hin. Ah, Stiefel. Nikolaus Stiefel. Ja, Stiefel ist besser als ein Brot. Er stellte seinen grünen Stiefel nach draußen. Er rannte zurück ins Haus. Die Sonnenschildkröte war gerade am Backen. Weihnachtsplätzchen. Heute ist Nikolaus, überlegte sie. Ich könnte ihm ein paar Plätzchen geben. Sie nahm ihren roten Stiefel und packte eine Tüte mit Plätzchen rein und stellte ihn nach draußen. Für dich, Nikolaus. Babonebel sah die Nachricht und stellte seinen lila Stiefel nach draußen. Mann, ist das heute kalt, sagte er. Mr. Wind sah die Nachricht. Heute ist Nikolaus. War ich ein guter Mr. Wind? Klar doch.
Er fegte seinen roten Stiefel nach draußen. »Du nach draußen«, rief er. Es schneite und schneite. Man konnte kaum seine eigene Hand sehen. Schneeflocken tanzten durch die eiskalte Luft. Nach einer Weile hörte es auf. Alle spitzelten nach draußen. Die leeren Stiefel waren nun mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken gefüllt und leicht mit Schnee bedeckt. Danke, lieber Nikolaus!